Also, ein bisschen mehr Risiko jetzt hier. Wir helfen gern. Ich muss mir erstmal meine Ressourcen wieder zurückholen. Und dann lege ich mich mal ein bisschen mit diesen, anderen Wachen an. Autsch. Das ist halt so. Und zwar mit denen, die dahinter in dieser Wand stehen und auch vielleicht die, die unten warten. Macht auch richtig, wenn man nicht genug Power drin hat. Macht sich sofort bemerkbar. Also man ist deutlich langsamer, wenn man den, den Bonus einfach nicht da drauf hat. Merkt er das? So. Okay. Also, die Taschen sind voll. Gehen wir mal zurück und leveln ein bisschen auf. Und danach legen wir uns hier mit diesen Spezialsoldaten an. Schön, dich zu sehen. Kann ich irgendwas verbessern? Irgendwas herstellen? Okay, das blöde Rohr könnte ich hochpushen. Ja, warte mal, das ist Rohr. Das ist die Kolbenstange. Die kann ich verbessern. Die auch. Was verbraucht dann hier? Wolframlegierung MK2. Von denen finde ich wahrscheinlich in diesem Gebiet schon mal einfach gar nichts, also brauche ich mir gar keine Hoffnung machen. Da fehlen mir noch ein paar, aber es sind nicht allzu viele. Dann pushen wir mal das hoch. Vielleicht sagt sie ja zu dem Rohr dann, hey, das Rohr gefällt mir, das nehme ich. Okay, den anderen Scheiß brauchen wir nicht bauen. Bei diesen hochgezüchteten Typen können wir nachher mal gucken, ob wir da nicht vielleicht ein bisschen neue Ausrüstung finden, die mir zusagt. So, das legen wir weg. Dann schauen wir mal kurz, was noch an Items dazugekommen ist. Was ist das? Taktiler Omniboost Version 1. Verbessert die Waffenkenntnis über Stäbe, einhändige und zweihändige Waffen. Ah, okay. Das ist dann einfach okay. Dann automatisch einfach plus 2 damit rein. Das ist nur eine normale Standardinjektion. Ich brauche, also die auf dem Level brauche ich eigentlich gar nicht. Zerstör mal einen, kriegt man da was raus? Ah, man kriegt Altmetall raus, ja geil. Also diese ganz leichten davon, die brauche ich nicht. So, was ist das? Das ist genau, das ist der Stabverbesserer. Das ist auch neu. Elementarschaden plus 10, Energieverbrauch 12. Verleiht Waffen einen Bonus auf Elementarschaden. Muss ich das aktivieren? Oder ist das einfach immer an? Ach, einen können wir davon nicht. Nehme ich zwei davon rein, auf keinen Fall. Mehr Waffenschaden, das bisschen benutze ich eh nie. Ach, komm weg damit. MK1 Lebensleistung verbessern. Benutze ich eh nie. Und ich habe schon zwei drin. Wenn, dann brauche ich da eh höherstufige. Das sind die Gesundheitswiederherstellungen. Davon brauche ich auch nur den einen. Und hier Energiegewinn 20%. Ja, also falls ich es mal irgendwie benutze, dann den einen.
Und was ist das hier? Energieverlustrate minus 25%. Da behält man den länger. Ich bräuchte eine Rig mit mehr Plätzen. Finisher, ja, das ist egal. 10% da weniger, wenn die drauf hast oder nicht. Das ist dann, das macht es auch nicht fett. Dann haben wir noch... Soll ich mal ausprobieren? Ich tausche den mal kurz gegen den hier. Aber ich glaube, das sind alles Sachen, die man aktivieren muss, oder? Ja. Muss man aktivieren. Das ist mir im Kampf, glaube ich, zu nervig. Da brauche ich dann doch lieber meine Energieverbesserung. Was hatte ich denn hier? Den Sensor. Gott. Dann lagern wir das noch ein. Zack. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Sorry, ich hätte gerne den Finisher gemacht, aber ging jetzt gerade nicht. So, dann würde ich jetzt hier mal den Typen noch schnell erledigen. Ach, von denen haben wir auch noch jede Menge. Shit. Aber beim nächsten Mal. Will vielleicht seinen Kampfstab haben. Oh, vielleicht will sie so einen Stab haben. Das könnte ich mir vorstellen. Oh, 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 danke. Okay, so. Bei dir gucken wir jetzt mal, ob wir dir nicht ein bisschen was abschlagen können. Das kann ich Ihnen nicht abschlagen, Monsieur. Die Henne. Holla! Die sind aber echt gefährlich. Ich glaube, bei denen lasse ich mich vielleicht doch noch nicht auf ein Spielchen ein. Bisschen blöd, dass man die Rüstung halt nicht runterschlagen kann, aber das war jetzt einfach ein bisschen zu gefährlich, die ganze Sache. Zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden. Na, das hat sich ja gelohnt. Prio Tower. Das hat sich ja mega gelohnt. Fantastisch, Monsieur. Herr Schneider, Sie waren wieder super gut. Nein! Nicht so schnell wegkillen hier. Okay, also die Sicherheitshainis kriegen wir hin. Da ist eher das Problem, dass ich ihnen halt nicht die Rüstung weggeschlagen kriege. Das ist echt ein bisschen gefährlich. Aber zumindest an den leichten Stellen geht es ganz gut. Da
könnten wir theoretisch mal hochfahren und schauen, ob wir uns nicht so ein... so einen dreibeinigen Heini da schnappen können. Ich mach die mal viel zu schnell kaputt. Manchmal ist es ganz gut, dass man das Licht nicht anhat. Soll ich mich mal da hochwagen? Mein Glück mit denen da oben nochmal versuchen. Jetzt dann immer schauen, wo noch Wege sind. In den Kryoturm kommen wir nicht. Wieso kann ich den hier nicht... Ah, jetzt geht's. Er hat keine Schwachstelle. Wow. Jetzt ist er kaputt gegangen davon. Habe ich so viel Glück gehabt. Nein. Ist er nicht. Aber hier ist zumindest ein bisschen mehr Platz. Irgendeine verfickte Schwachstelle. Ah, von beiden Seiten. Ah, fuck, ey. Das Scheißding hat keine Schwachstellen. Wieso hat das keine Schwachstellen? Was ist das denn? Scheiße. Ah, so viel zur Freude. Ach, hier, jetzt ist auch mal die Erklärung. Je länger du kämpfst ohne Medibay. Nee, doch hier. Nee, das ist aber die normale Erklärung. Das ist dieselbe Erklärung wie in. In. Wie hieß es? Of the Fallen. Lords of the Fallen. Also, man einfach. Je länger man kämpft, ohne in der Medibay zu sein, desto mehr. Mehr Schrott sammelt man ein. Bringt sie halt einfach nicht so leicht ins Straucheln. Vielleicht sollte ich einfach jetzt hier nach der Folge mal eine kleine Erfahrungspunkte-Runde drehen. Und ein bisschen sammeln gehen. Aber erstmal will ich es noch einmal da oben versuchen. Warum haben die keine Schwachstellen? Was soll denn das? Finde ich ganz schön gemein. Theoretisch ist es ja auch nicht leichter und schwerer Angriff, sondern das System ist ja eher... Na, scheiße, der zwingt einen hier mal so ein. Was ist das für ein komischer Angriff? Ah, das ist ein komischer Rückspringer. Boah. Wieso darf man sowas machen? Soll ich mal sagen, dass ich diesen
Rückspringer über alles. Oh, so, okay, er zieht einen hier voll in so eine Ecke. Und man steht dann halt, also wenn er einen gegen die Wand drückt, dann steht man genau zwischen seinen Beinen und kommt nicht raus. Ich meine, das soll wahrscheinlich so sein. Aber da muss ich echt eine Strategie überlegen. Vielleicht muss ich doch mal ein bisschen decken. Also, Deckung gehen so rum. Nicht decken. Und ich kann Hunde züchten. Die sind echt easy peasy, wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat. Autsch! Ah, ich muss ja aufs Maul aufreißen. Eben hatte ich aber eine Kombination. Sekunde. Ah ne, das ging doch. Was hatte ich denn gerade? Ich hatte gerade irgendwie eine Vierer-Kombo. Es wirkte wie eine Vierer-Kombo. Sekunde, müssen wir bei dem nochmal ausprobieren. Sieht leider nur so aus. Ich glaube, das täuscht. Schwer, schwer. Schwer. Macht er den? Das ist ja komisch. Also den macht er nicht immer. Was ist denn da los? Give me my points back here. Ah, wo liegt der Scheiß? Andrea macht er auch. Okay. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Nee, jetzt hat er mich nicht. Alles gut. Jetzt hat er mich. Oder? Nee. Noch ist alles gut. Wieso kann der mich so um die beschissenen Ecken herum erwischen? Mich halt immer voll rein. Das ist total doof. Oh ja, na klar. Beide. 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 Na Logo. Na Logo. Na Logo. Ah, ich habe schon wieder nicht mit Decken ausprobiert. Mit Deckung. Ah, ich bin so doof. Das war dumm. Man könnte es natürlich mal vielleicht mit schweren Waffen ausprobieren, wenn ich die noch gepusht hätte. So quasi so eher so ein Einschlag-Ding. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Riesen-Fan davon, immer die Waffen zu wechseln. Aber man weiß ja nie. Vielleicht muss man einfach ein bisschen sich umgewöhnen. Also wenn man auf die Beine zielt, macht er andere Kombos. So viel steht schon mal absolut fest. Ich ziehe jetzt mal auf die Beine. Mach zweimal schwer und zweimal leicht. Okay, so viel dazu. Ziehe ich jetzt mal auf die Arme. Schwer, schwer, leicht. So, jetzt ziehe ich mal auf die Beine. Gut, ist bei dem jetzt egal, weil es ein Schlag ist und das ist erledigt. Probieren wir es mal bei dem anderen aus. Also, ich ziehe jetzt mal auf die Beine. Schlag, Schlag.
Also wenn er nach unten haut, macht er andere Angriffe, wenn man die unteren Körperteile anvisiert. In den Kombos. Das noch mal zu probieren. Ich probiere den Kopf nochmal. Schwer, schwer, leicht. Und er macht den Sprung von oben. Ich meine, es ist ja auch sinnvoll, dass er es macht. Aber ist trotzdem lustig. Hat er denn das jetzt hier? Ah, ne. Okay. Da will ich jetzt nicht hoch, während ich so kaputt bin. Moment, da holen wir uns erstmal noch ein bisschen Lebensenergie zurück. Jetzt probieren wir mal was anderes. Machen wir mal leicht, leicht, schwer, schwer. Leicht, leicht, schwer, schwer. Sieht nicht so viel anders aus. Auf jeden Fall hält er sich unten. Schwer, schwer, leicht ist der Schlag oben drauf. Zack, danke. Die Schweren haut das nicht so leicht um. Aber in Straucheln geraten sie auch. Ich habe immer nicht so die Zeit, da oben in die Ecke zu schauen, ob tatsächlich Kombo ausgelöst wird. Ich meine, wenn man sieht, sieht man es, ne? Aber da sitzt übrigens eine Frau drin in dem Ding. In diesem leichten Kampfanzug. Da war eben gerade eine Frau drin. Okay, 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 okay. Gut, ihr habt gewonnen, ihr seht. Für heute machen wir mal ein Päuschen. Das geht so nicht. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ich drehe bis zur nächsten Folge eine kleine Runde. Level vielleicht noch ein bisschen. Und dann können wir flüssig weiter und kommen auch tatsächlich dann mal bestimmt ein kleines Stückchen weiter. Also, bis dann, macht's gut, ciao.